könne das Lied singen, der Junge mit der Mundharmonika. Und das haben wir mal eingesungen und darauf ist dann diese Platte entstanden. Also nur aber schnulzig, ja, für aber Mädchen. Man sollte man erwähnen, dass wir viel mehr Platten verkauft haben als Beckenbauer, ja. Gerd Müller und haben ja einige auch so Platten aufgenommen, aber wir waren wirklich die erfolgreichsten. Angeblich waren wir, was wir damals gar nicht wussten, die ersten Popstars der Bundesliga. Ja? Aber wir wussten es nicht. Ja? Aber das wird uns heute nachgesagt. Und wenn wir irgendwo vorgestellt werden, dann heißt es immer, da kommen die Kremers-Zwillinge. Das waren die ersten Popstars der Bundesliga. Die haben einen Bravo gewonnen. Und der ist des Feldes verwiesen worden, dass wir mal Fußball gespielt haben. Erwähnt niemand. Erwähnt kein Mensch. Und dann hat man ja auch mit den Groupies zu tun. Und dann also um Gottes Willen, nein, schnell weglaufen. Okay. Und die Spieler haben das ja heutzutage wirklich sehr, sehr schwer. Also deshalb verstehe ich das auch, wenn sich auch denn auch Jungs so tätowieren lassen oder sie einen Ferrari kaufen und. Das ist ja wunderschön.